So, hallo und herzlich willkommen zu Chichi will's wissen. Heute an meiner Seite als Moderator der Deswolf. Das ist ein Neuling bei uns. Ich nenne ihn Wolfi, damit ihr schon mal wisst, damit ihr wisst, wer gemeint ist. Super. Und wir haben ganz, ganz tolle Sachen für euch. Und zwar haben wir jetzt mehrere Pakete vorbereitet. Ihr seht hier schon mal das erste Paket. Und wie ihr dort lesen könnt, achtet bitte auf den Smiley und den Rahmen, die sind ein Meisterwerk geworden, haben wir für euch das Goodie Pack One. Und jetzt zeigen wir euch erstmal, was in diesem Goodie Pack alles drin ist. Und zwar haben wir, fangen wir mit dem Meisterwerk an. Natürlich. Wir werden es auch alles einmal anlegen. Würdest du es bitte einmal anlegen? Dankeschön. Also wir haben hier auf jeden Fall eine coole Maske, ne, von Dishonored. Das ist ein neues Spiel von... Da, weißt du es? Hast du nicht aufgepasst? Ja, jetzt nicht lesen. GameStop? Nein, Batista. Von Batista. Und ich werde jetzt extra für euch das Scheiße... Also ihr seht, es ist gut tragbar, es ist leicht anlegbar. Man kann auch durchschauen und man sieht einfach böse aus. Also ihr könnt euch richtig in dieses Spiel damit hineinversetzen. Ich lasse die jetzt auf, okay? Das solltest du auch bei den Sendungen tragen. Ja. Das ist angenehmer im Studio. Das wird, ja, die ist wirklich sehr, also wow, unglaublich. Okay, ich lege die dann mal wieder hin. Ja. Wunderbar. Was haben wir noch? Wir haben, auch wenn es eigentlich, na gut, wir haben eine Ion-CD bekommen. Ja. Und ja, das ist einfach nur das Spiel, was ihr installieren könnt. Ne? Nur? Es okay. ist das Spiel. Es ist natürlich das MMO, Free-to-Play natürlich. Ich zeig's nochmal, vielleicht kannst du ja ranzoomen, lieber Kameramann. Wunderbar. Ich hoffe, man sieht das jetzt. Also es ist Free-to-Play und es ist, ja gut, wer kennt Ion nicht. Sehr zu empfehlen, tolles MMO. Würde ich auf jeden Fall installieren. Ihr könnt fliegen? Ja, mit Flügeln. Flügel. Genau. Das Wunderbar. Das ist ganz toll. Ja. Ja, was haben wir noch mitgebracht? Und zwar haben wir... Das Meisterwerk kommt zum Schluss. Ja, natürlich. Wir haben... einen Schlüsselanhänger. Von... Denn das kommt gleich. Ach so. Denn wenn ihr euch mal in dieses Real Life begeben solltet... Oh Gott, tut das nicht. ...muss man ja ein bisschen dann irgendwo auch seine Sachen hin tun. Für so etwas gibt es dann einen Schlüsselanhänger. Ich lege das einmal an. Oh nein. Tada. Und zwar ist dieser Schlüsselanhänger von Razer. Das heißt, ihr seid auch, wenn ihr im Real Life euch begebt, ins Real Life euch begebt, noch im Zocken mit drin. Sehr praktisch, man kann das hier abmachen. Man kann das hier abmachen. Mann, Frau kann es nicht. Frau scheitert dabei. Nein, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Ich kriege jetzt ja, einen Skillpunkt oder so. Nee, den Level-Up, da musst du noch ein bisschen hinarbeiten. Okay, das kriegen wir gleich hin. Das kriegen wir, da haben wir noch genug Sachen. Ja, das hoffe ich. Das nächste, womit fange ich dann an? Wir haben hier noch, soll ich schon die T-Shirts? Nee, lieber nicht. Doch, das ist toll. Okay, das T-Shirt, also das ist wirklich wunderbar, das ist wirklich ein T-Shirt. es ist wirklich ein T-Shirt. Ja, es ist ja eine Granate. Ich finde die Form so toll, weil, wie gesagt, cooles T-Shirt. Bitte ist nicht von... eure Eltern damit abwerfen, es kann auch so wehtun, ja, auch wenn es nicht explodiert. Weh. Soll ich die Größe auch gleich sagen? Nee, lieber nicht. In dem Paket haben wir XL. Vielleicht kann man es ranzoomen, vielleicht sieht man es dann. Das heißt, wenn ihr mal Hunger habt oder sowas. Kann man nicht sehen. Kameramann sagt nein. Okay, aber nicht essen, ne? Das ist eine Granate. Und ja, von Warface ist auch ein neues Spiel von Crytek. Und ja, ein cooles T-Shirt auf jeden Fall. Ich finde die Form hier ist unglaublich geil, oder? Nein, du bekommst es nicht. Ja, ich leg's ja schon. Dann haben wir als nächstes, das kann ich leider nicht anlegen, das ist nämlich noch eingepackt und wir wollen euch natürlich nicht benutzte Gegenstände oder sowas geben, außer jetzt, wenn wir sie eben kurz mal angelegt haben. Ja. Und zwar haben wir von Raiders, das ist ein neues Spiel von Gameforge, das kommt bald in die Beta, ein Armband, man nennt es auch Schweißband, aber niemand nutzt das mehr zum Sport, es sieht einfach nur cool aus. Ihr könnt es entweder so tragen oder ihr tragt es so. Es ist sehr praktisch. Ihr könnt es auch zum Sport tragen, aber gut, das bedeutet, dass ihr weniger Zeit am Rechner verbringen könntet. Also tragt es einfach so. Es ist auch sehr bequem, wenn ihr eure Maushand ablegt. Ist eine sehr gute Hilfe. Dann haben wir hier noch was Cooles von Resident Evil 6. Also so ein Ei. Ich lege das auch mal an, weil ich das auch toll finde. Ja, ein super schönes Halsband von... Resident Evil 6 mit einem schicken Teil hier.
unten, ich weiß nicht, wie man das sonst nennt, so eine kleine Karte mit sogar so einem Handyscan-Teil. Das zeige ich jetzt nicht länger, sonst scannt das gleich jemand ein. Und ja, es ist auch ziemlich cool zu tragen, natürlich wunderbar. Ne? Man kann es Es auch hat so ein abmachen. Feeling von Presseausweis, was wir ja schon genießen durften Ja, oft. das ist, also man muss es ja nicht so tragen, man kann es ja auch irgendwie so in die Hosentasche, ne, sondern so runterhängen lassen, was du ja gemacht hast, weil du es ja toll Das fandest. sieht to total toll aus. Also totschick. Auf jeden Fall und sehr zu empfehlen. Also man hat so ein kleines Feeling von Presse und es ist auf jeden Fall Es cool. steht dir, solltest du öfter tragen. Das sagst du jetzt bei allen Dingen, die ich hier versuche anzuziehen, kann das sein? Ich merke das schon. Also wirklich 1A. Ihr seid nicht neu eingekleidet. Ja, also ich nehme das Stift und das. Was. Gerne. Okay. Gib es mir. Ihr merkt, ich will es haben. Ihr solltet das auf jeden Fall vor mir abgreifen, weil ich will es haben. Also das größte Problem, als wir jetzt die Pakete zusammengestellt haben, wir können hier einmal rüberschwenken. Noch sehen sie nicht ganz so schick aus, aber wir haben schon viele Pakete zusammengestellt, die wir jetzt in den nächsten Sendungen noch für verschiedene Aktionen verwenden werden. Also ihr müsst auch etwas dafür tun. Und es war sehr schwierig. Ich musste Gianna und Deswolf davon abhalten, nicht alles selbst einzupacken. Ich selber war auch in Versuchung. Mein liebes Fräulein, ja? Das ist ganz dünnes Eis, auf dem du dich bewegst. Was Also, denn? wir sind alle in Versuchung gewesen. Jetzt haben wir als nächstes erstens mal eine Karte. Mit dieser Karte könnt ihr euch auf einer Seite einloggen Willst du was und sehen, bekommt welches einen ist? Gutschein. Ja, aber wir haben den Zettel von Gianna nicht. Ach so. Ja, gut. Also, auf dieser Seite gibt es 10 Spiele. Und eine so eine Karte ist dafür, ja, da, dass ihr euch ein so ein Spiel runterladen könnt. Da gibt es auch ein tolles, das ist für, ja, das ist ein Pferdespiel, Ja, also das muss man sich unbedingt holen. Das Pferdespiel ist ja 1A für jede ne? Frau Ich sowieso. hab's schon. Sie hat es schon, also perfektes Spiel. Kann man ja mal vielleicht auch überlegen, dann mit der Community zu zocken. Wäre doch auch was Cooles, wenn es Ja, geht. nächstes Let's Play und Wir beide Community-Spiel. setzen uns ran, machen wir mal so ein. Ich mach dich fertig. Ja, ich merk Mach dich schon. fertig. Du mit deinem Silberhengst oder was auch immer wirst mich wahrscheinlich im Pferderennen abziehen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. ja, besser ein Hengst als so ein Schimmel. Ja, Entschuldigung, ich konnte mir auch nicht mehr leisten. Weißt du, wie teuer Pferde sind? Also teuer, teuer. Und passend dazu, wo wir gerade bei dem Thema sind, Internet und so ein Kram. Damit Sicherheit gewährleistet ist, haben wir hier von Kaspersky noch eine CD. Und zwar ist es das für 2013, das Sicherheitsprogramm. Da gibt es auch verschiedene Einstellungen extra für Gamer, so dass, wenn irgendwelche Updates oder irgendetwas gemacht wird, euch das nicht beim Zocken stört. Das könnt ihr extra einstellen. Das ist auch mit im Paket. Wohlgemerkt, wir waren in der Zukunft und haben euch schon die 2013-Version besorgt. Also eigentlich gibt es Genau. momentan nur die 2012-Version, aber wir sind so toll und haben die 2013-Version. Also das ist schon mal was wert. Gibt's, glaube ich, wirklich noch gar nicht, ne? Ich weiß es nicht. Ich Nee, ich glaube, nee, gibt's noch nicht. glaube auch nicht. Jedenfalls glaube ich nicht sofort. Also man muss so schon ein bisschen was dafür tun. Ne? Gut, was haben wir Also. noch? Wir haben eine coole Cappy von Rocket. Übrigens auch nirgendwo zu kaufen, ne? Also, ja, was muss ich dazu sagen? Sie ist halt sehr gut verarbeitet. Man merkt das auch. Ihr könnt das jetzt nicht, aber wenn man hier so rüber fässt, dann merkt man auf jeden Fall, dass es eine sehr gute Verarbeitung ist und ich will sie haben. Nein, nein, davon haben wir nicht viele. Das sind ganz besondere Sachen. Willst du sie mal anprobieren? Diese gute Qualität. Man merkt auch, wie sie sich gut an den Kopf Oh ihre Kopfform yeah. anschmiegt und es passt. Und für Aha. wen es zu klein ist, der hat hier halt standardmäßig halt diese. Oder zu groß, für mich ist es zu groß. Ja, oder zu groß, und dann kann man das halt noch enger machen. Das ist ja auch kein Problem. Das ist eine Standard-Cappy eigentlich. Bloß von Rocket. Und die ist besser verarbeitet. Keine Es ist sind. billige Aldi-Scheiße. Kannst du hier mal bitte keine Werbesachen nennen? Wir schneiden das Aldi raus. Ja, vor allem jetzt schon zweimal. Wenn Ja. Aldi uns sponsern möchte, sehr gerne. Aldi-Waren sind super. Wir packen da so dann so ein Piep rein oder so. Okay, weiter. Was haben wir noch? Ja. Wir Wir haben haben Beta-Case und den Code darf Armee-Synoden. ich jetzt nicht. Jetzt muss ich mal aufpassen, dass ich den Code nicht. Ich zeig das mal einzeln hoch. Also wir haben vom Raiders einen Beta-Key bekommen. Für die Closed Beta muss man ja aber zu. Also hier steht es hinten drauf. Ich kann es euch vielleicht. So, das ist Kalle. Nein, vergiss es, das nimmt die Stabil. Kamera nicht. Okay, also auf jeden Fall ist es für die The Closed hunt Beta. for closed beta case is on. Richtig. Also, es ist ein cooler Beta-Key für die Closed Beta natürlich. Holt ihn euch.
Sonst hol ich Raiders. Dann haben wir von Logitech eine kleine Discount-Card. Ich weiß nicht, was kriegen wir dafür? 35% kriegt ihr da drauf. Ich weiß nicht, auf alle? Nee, drei Produkte pro Kauf. Ja, drei Produkte pro Kauf. Entschuldigung. Ja, also auch ganz coole Sache. Wer Logitech mag, der, also dieses G15 zum Beispiel, soll ganz gut sein. Nee. Gut, und dann haben wir noch, das kann man jetzt Gott sei Dank nicht lesen, von Firefall. Ebenfalls ein Beta-Invite-Code. Sehr schön, finde ich. Wir haben ja die auf Firefall getroffen. Da kommen noch Interviews, könnt ihr euch dann alles angucken. Auf YouTube und im Radio. Genau, passend dazu, das ist ja jetzt genau die Sendung, in der das Firefall-Interview geführt wird. Und was wir euch vorab schon verraten können, wir werden noch weiter mit Firefall zusammenarbeiten. Also ihr werdet da noch einiges mehr erfahren. Das ist sehr interessant. Dafür, dass es ja eigentlich eher so mit Schusswaffen und so ein Kram ist, muss ich sagen, nach dem, was ich jetzt gesehen habe, freue ich mich schon darauf, dass ich das anspielen kann. Also ich muss sagen, es ist trotzdem interessant. Die haben das super umgesetzt. War noch sehr freundlich, muss man ja dazu sagen. Das ist keine Frage. Also das war, ja, ja. Ja, also ich fand die sehr freundlich. Wir haben ja einige getroffen, jetzt will ich wieder den Namen nicht nennen, die waren nicht so freundlich, muss man ja dazu sagen. Die waren einfach nicht strukturiert. Ja, okay, sagen wir es lieber so. Warum soll ich das jetzt sagen? Okay, wir haben hier ein schönes Artwork von, na, weißt du es? Nein. Sonst lese ich es dir verkehrt rum vor. Okay, ich muss es umdrehen. Ja, von The Art of Games, keine Ahnung, das ist, das Spiel sagt mir jetzt überhaupt nichts, tut mir leid. Machinarium, dankeschön, lieber Diana. Also von Machinarium, ein schönes Artwork, hat sonst keine wirkliche Bedeutung, aber wer sowas haben möchte, es sieht ja auch was, gut. Was, keine wirklich, du machst unsere Sachen immer voll schlecht. Es ist kein Beta-Code, es ist gar nichts, also es ist ein schönes Bild, wer das haben möchte, kann man auch. Hallo, Diana wollte uns das wegreißen und du sagst, das ist hier nichts Tolles, ey. Lass es, nein, ich bin noch nicht fertig. Ihr könnt es ja als Lesezeichen benutzen, also es hat doch eine Bedeutung. Ich bin noch fertig, schon mal sein. Gut. Dann kommen wir aber jetzt zu unserem Highlight. Und zwar, dieses Highlight wird in fast jedem Paket sein. Wir haben Hüte. Diese Hüte sind einfach total toll. Was sind es das für Es war nicht einfach ranzukommen. Also, da haben sich einige... Entschuldigung. Im Studio haben wir Katzen und die zerstören gerade alles. Zum Glück nicht unsere Pakete. Und ja, wir haben hier Hüte. Wir werden nachher am Ende des Videos nochmal die Unterschriften einblenden. Denn auf den Hüten haben wir unterschrieben. Die Moderatoren. Gianna Börser, Deathwolf und Gigi. Pink ist Gianna, nein, ist Gigi. Und hier haben wir die Herren als Unterschrift. Das heißt, ein besonderes Highlight. Das werdet ihr auf allen Hüten finden. Meiner Meinung nach das Beste an den Paketen. Und, ja, auf jeden Fall. Wer will nicht einen persönlich unterschriebenen Samsung Mobile Hut haben? Ja, es ist gerade für den Sommer jetzt, oder wenn man das noch so nennen darf, ist das eigentlich ganz gut. Also die sind wirklich gut. Wir haben ja auch welche selber abgefangen, wo sie das halt reingeschmissen haben in die Masse. Und wir waren sehr gut geschützt von der Sonne. Das muss man ja aus persönlichen... Oh, es war so warm. Es war gut, dass wir Hüte bekommen hatten. Nicht nur jetzt die wir an euch verlosen. Da sind natürlich keine von uns getragenen dabei, außer jetzt der hier, der schicke. Aber wie gesagt, die sind echt gut gewesen. Also ich fand den Sonnenschutz sehr gut. Bei der knallen Hitze. Besonders auf Gamescom. So, was haben wir denn noch? Wir haben hier noch ein letztes... Oh, das letzte... Oh, jetzt habe ich das Highlight nicht zum Schluss gebracht. Egal. Wir haben hier noch ein... Ich hab's verfehlt. Become the Hunter Crisis 3 war es, ne? Crisis 3 T-Shirt. Die haben wir auch... Ja, genau, halt du das mal hoch, wenn ich erzähle. Sehr schön. Ja, wie gesagt, die haben wir auch ganz knapp gekriegt, sage ich mal. Und das war auch nicht gerade einfach. Also wie gesagt, Crisis 3 wäre so, das ist ja so und so das Highlight, deutsche Firma, ne? Kommt aus Deutschland, wenn man nicht. Egal, auf jeden Fall Crisis 3 T-Shirt, sehr schön. Finde ich toll. Dass wir die überhaupt noch bekommen haben, ist sehr auch schön. Auch genau meine Größe, das kann man als Kleid tragen. Nein, das darfst du jetzt nicht einpacken. Das... Aber es wäre total, ja, ich lege es zusammen. Das finde ich toll. Ich mach das ganz ordentlich. Das machst du jetzt schön hier vor der Kamera, damit jeder weiß, dass wir da acht drauf geben. Ja, wenn die Kamera wieder hier ist. Hallo Kamera. Hast du gerade die Füße gefilmt? Okay. Ja, mag keine Füße. Ich habe vorhin alle, wir haben viele T-Shirts. Wir haben echt super viele tolle T-Shirts. Ich will ja jetzt nicht sagen, woher.
Dank mir. Ja. Nein, auf jeden Fall habe ich die vorhin alle fein säuberlich zusammengelegt für euch, ja? Was machen die Kerle? Alles durcheinander. Alles nochmal neu. Sie lügt. Niemals. Siehst du, ich bin nicht rot geworden. Ja, du hast ja auch ein total blasses Gesicht. Ja, aber das ist, da hatten wir vorhin drüber gesprochen, das ist in Japan ist es ja momentan, das habe ich ja gehört, ist das total der Hype, dass die Frauen da jetzt alle nur noch weiß aussehen möchten. Die gehen wirklich zum Doktor und lassen sich bleichen. Also. Kannst du mal sehen, ich fahre nach Japan. Wer sponsert mir den Flug, könnt ihr gleich hier nachmachen, nachdem ihr das Paket gewonnen habt. Kommen wir zum Schluss. Kommen wir zum Schluss, gut. Das Paket. Das Paket. Die Sendung läuft am, ach, was haben wir denn heute für ein Datum? Jetzt kommt mein, ich will keine Werbung machen. Heute ist der 24. August. Ja, dann ist die Sendung am 26. August. Ja, das ist ja nicht lange hin, ne? Oh, sind wir also gut vorbereitet. Oh, wir blenden es nochmal ein oder so, falls es jemand nicht. Also die Sendung ist am Sonntag, den 26. August bei Chichi Will's Wissen mit Moderator Deathwolf an meiner Seite. Da werden wir über Firefall berichten und wahrscheinlich werden wir, denke ich, auch das Interview mit Neverwinter reinbringen. Neverwinter ist auch ein Spiel, das jetzt neu rauskommt. Ein MMO. Aber noch gar nicht so weit ist es, steht noch keine Beta fest. Auch da werden wir euch alles, was neu rauskommt, bringen. Und zwar werden wir Neverwinter genauso wie Firefall also aktiv begleiten, von Anfang an. Ja, und darum wird es dann in der Sendung gehen. Interviews von der Games Convention, das sind die ersten zwei. Und in der Sendung werdet ihr dann dieses erste Paket gewinnen können. Alle anderen Pakete werdet ihr dann später nochmal über ein Video sehen, dass wir dann auch wieder die Pakete präsentieren. Und was wir jetzt schon verraten können, wir machen ja ein kleines Spiel mit der Community. Dort wird es 5 Pakete geben. Die sind natürlich alle gleich aufgestellt. Wenn 5 Community-Spieler oder Community-Mitglieder gegen uns antreten, gegen uns spielen, genau. Gibt es diese Pakete, sollten mehr antreten wollen, um gegen uns zu verlieren. Natürlich. Dann, wir haben gar keine Chance. Wird natürlich ausgelost. Was spielen wir? LOL? League of Legends. Ja, werden ich total spielen. Gut, habe ich schon immer gespielt. Ja, du hast natürlich jede Runde gewonnen und du weißt natürlich auch bestimmt, wer Fizz ist und wer die ganzen anderen Charaktere sind, die man da spielen kann, die ganzen Champions, ne? Du musst mir dann nochmal einen Link geben, wo ich mir das holen kann. Okay. Ja, nee, dann sind wir soweit am Ende, ne? Ja, das war's auch eigentlich schon. Wenn ihr noch irgendetwas wissen möchtet, schreibt's in die Kommentare. Oh, das habe ich noch nie gesagt. Schreibt's in die Kommentare. Und dann gibt's auch noch sowas wie einen Daumen, ne? Dann gebt den Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Und wenn ihr unbedingt daran teilnehmen wollt, dann, wir müssen ja auch wissen, wie viele uns mögen. Ja, alle. Wehe, gebt einen Daumen runter, wenn, dann könnt ihr gleich vergessen, ne? Dann kriegt ihr gar nichts hier. Das gibt Schoki-Verbot, ihr Lieben. Also das gibt total... Die Schoki! Ihr kriegt noch Schokolade in jedes Paket. Auf jeden Fall. Ja. Nein. Die du irgendwo noch rumliegen hattest. Und aufgekratzt. Nein. Bei mir liegt keine Schoki rum. Also, wir kommen jetzt zum Ende. Viel Spaß. Wir sehen uns, hören uns Sonntag. Und bleibt artig.